Ja, es steht das nächste Punktspielwochenende an, am Freitag zum Sachsen-Derby 19.30 Uhr in der Energieverbund-Arena. Zu Gast die Lausitzer Füchse und am Sonntag geht es zum aktuellen Tabellenführer zu den Bietigheim Steelers. Franz, an dich die erste Frage. Wer ist fit, wer ist mit dabei, wer vielleicht nicht? Ja gut, die üblichen Verletzten haben wir noch mit Stefan Ising, Mark Holder, Davidek. Feisert wird Fragezeichen sein, ob er spielen kann. Ansonsten sind alle an Bord. Bist du froh, dass Cedric Schiemens wieder zurückgekommen ist? Das ist ein weinendes und ein lachendes Auge. Ich hätte es ihm gegönnt, das hätte er sich verdient, aber die Bundestrainer werden sich was dabei denken, warum sie ihn nicht mitgenommen haben. Ich verstehe es nicht ganz, aber ich muss es nicht verstehen. Am Freitag das Spiel der Spiele, Derby, zu Gast die Lausitzer Füchse. Was habt ihr vor? Ja gut, ich glaube, also ein Derby kann man nicht am Tabellenstand messen. Das hat einen eigenen Charakter. Da geht es viel über Kampf, über Emotionen. Ich denke, wir sind bereit für das Derby. Wir wollen das Derby gewinnen. Ich glaube, wir haben ein ausverkauftes Haus und wir wollen den Leuten hier schon was bieten. Am Sonntag geht es dann zu den Bietigheim Steelers. Zu Hause bis jetzt ungeschlagen. Was könnt ihr machen, damit ihr sie wie hier in Dresden aufschlagt? Gut, gegen Bietigheim musst du heute eine sehr geringe Fehlerquote aufweisen, weil es ist die Mannschaft mit der besten Schusseffizienz. Ich denke, wenn wir da geschlossen auftreten und unser Spiel finden, dann hat man auch dort eine Chance. Ich meine, irgendwann hat jede Serie ein Ende und je länger eine Serie dauert, umso näher kommt man dem Ende und wir wollen die beenden natürlich. Dann vielen Dank und viel Erfolg. Danke.